Weiter geht's mit dem High Power Projekt. Ich habe die Bässe hier liegen, die schauen wir uns heute an. Ja, und damit hallo, moin, moin, servus, grüß Gott, wo auch immer herkommt, in Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik. Ja, das High Power Projekt, damit soll es weitergehen. Ähm, letzte Woche haben wir uns angeschaut diesen Koax hier, das ist ein PA-Koax. Einen riesengroßen Horn-Waveguide, wie auch immer. Ja, schon ein ganz schöner Okolyt, 8 Zoll. Und äh, ja, da habe ich da letzte Woche erstmal geschaut, kann ich damit umgehen? Kriege ich den überhaupt in den Griff? Kann ich den in meinem geplanten Projekt einsetzen? Und das genau habe ich heute auch mit dem Bass vor. Wir schauen uns den erstmal grob an und gucken, ja, passt das? Worauf muss ich achten? Wo könnte es im Grunde einen Fallstrick geben? Auf den ich dann ja vielleicht im Vorfeld auch schon achten kann. Und äh, ja, dafür sind diese Videos jetzt da. Das von letzter Woche und das von heute. Ähm, kurzer Abriss äh, zu den Kommentaren aus letzter Woche. Da waren ja wieder ein paar bei. Äh, was soll das überhaupt? Das ist doch Blödsinn hin und her und so funktioniert das nie. Und wie sieht denn das noch aus? Wie gesagt, es sind keine Fertigentwicklungen. Es sind erstmal nur, ich sag mal, so Schnupperweichen, um zu gucken, geht das oder geht das nicht. Das verstehen manche immer nicht, weil sie nicht das ganze Video gucken. Also Leute, eine Bitte, wenn ihr schon kommentiert, dann schaut euch wenigstens das ganze Video an, damit ihr auch versteht, worum es geht. Finde ich immer sehr äh, gut. Äh, die beiden Kommentare, die ich jetzt meine, wurden nach Gegenwind von mir, dann aber auch gelöscht von euch. Warum? Lasst es doch stehen. Ihr habt doch eure Meinung gehabt und ihr habt Gegenwind bekommen. Und dann muss es gelöscht werden? Ich lösche auch kaum Kommentare, da muss schon richtig was fieses drin stehen. Aber ist schon manchmal lustig, ne? So sind die Charaktere, so sind die Menschen. Ja, Okay, ähm, also wie gesagt, letzte Woche den Coax mit einer rudimentären Weiche. Ähm, da hatten manche aber auch recht in den Kommentaren, die, ich, die stehen da auch noch, ähm, dass ich einen Saugkreis etwas arg niederohmig ausgelegt habe. Ja, ähm, wie gesagt, es ist nicht die fertige Weiche. In einem richtigen Lautsprecher wird das sicher anders aussehen. Äh, von daher, so what. So, also rüber zum Bass. Der Bass ist jetzt dafür geplant. Zwei Stück davon müssten in etwa vom Wirkungsgrad, also von der Lautstärke her, gut passen zu diesem Koax. So möchte ich das Ganze aufbauen: zwei Bässe pro Lautsprecher, eingerahmt und äh, die Rahmen ein den Koax. So ist es geplant. Interessanterweise wurde ich in den Kommentaren darauf hingewiesen: Frank, in der Hobby hifi vom Anfang des Jahres, da war ein Projekt drin. Es hat genau die Bässe benutzt und diesen Koax. Hm. Sorry, wusste ich nicht. Ich lese die Hobby Hi-Fi nicht. Ähm, ich schaue da, ich blätter vielleicht mal rein im Zeitschriftenhandel. Das ist aber, keine Ahnung, in jede sechste Ausgabe mal. Ähm, von daher, sorry, wusste ich nicht, dass es da schon gibt. Äh, Im Nachhinein finde ich es aber auch ganz gut. Weil, wenn man, äh, wie soll ich sagen, sich anlehnt an ein Projekt, was es schon gibt, dann ist es ja oftmals so, dass man dann schon auf einer Schiene ist ja, und dann vielleicht hier und da nur noch was ändert. Ich persönlich fange immer ganz gern bei Null an, suche mir alles zusammen, will es erstmal kennenlernen, will es erstmal beschnuppern und schaue dann, kann ich daraus was machen. Von daher bin ich da ganz glücklich mit. So habe ich schon, ja, ich habe lange Jahre als Hardwareentwickler gearbeitet, da habe ich das auch oft so gemacht, dass ich mich gar nicht an anderen Schaltungen mal aufgehalten habe, sondern ich habe es nochmal versucht von. Grund auf neu zu denken, weil man dann auf andere Ideen kommt, weil man dann teilweise auch auf bessere Ideen kommt. Und erst wenn ich selber immer ungefähr weiß, was ich machen will, dann schaue ich auch gerne mal woanders rein, wie haben andere das gemacht. Das finde ich persönlich immer den besseren Weg. Wie gesagt, ich habe die Hobby HIFI nicht gelesen, ich lese sie kaum, ich bin mehr so ein Klang- und Tonleser, da bin ich unterwegs, weil ja, Klang- und Ton gibt es zum einen als PDF, kann ich super ablegen. Zum anderen hat es aber auch den Grund, dass bei der Klang und Ton, also in meiner subjektiven Meinung nach, viel mehr Leute die Finger drin haben, viel mehr Entwickler da sind. Und aufgrund dessen ist es alles viel breitbandiger und da kommen frischere Ideen von der Seite rein. Da ist nicht immer alles gleich. Bei der heifer ich meine, das wisst ihr auch, da ist der Herr Timmermans, der Entwickler, der macht im Grunde alles und der macht es auch immer auf seinen Style. Darf man ja nicht vergessen. Es ist also eine Schiene, wo er schon so ein bisschen unterwegs ist. Und deshalb, äh, das ist nicht immer meine Schiene. Deshalb fällt es leider raus. Deshalb bin ich kein Hobby-Hi-Fi-Leser. Muss ich einfach mal so sagen. Gut. Ähm, die Ausgabe bekomme ich jetzt trotzdem noch, äh, damit ich dann auch im Nachtrag, wenn ich jetzt hier mir selber Gedanken gemacht habe, über die Chassis da reinschauen kann. So. Okay, so viel dazu. So, jetzt wollen wir mal loslegen. Der Bass. Ich hatte letztes Mal schon, in der letzten Woche, kurz erwähnt, ähm, ja, was ich da nehmen will, dass dieser Bass in die nähere Auswahl kommt, da haben auch manche gleich ins Datenblatt reingeschaut und, ähm, ja, Junge, 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 das ist wohl ziemlich schräg, das Datenblatt, da sind wohl noch einige Fehler drin ähm, und, ja, ist halt manchmal so. Ich würde sagen, wir schauen da erstmal rüber, äh, schauen, was ist da realistisch im Datenblatt und was ist völliger Blödsinn, äh, aber ich muss schon recht geben. Also das Datenblatt von diesem Ding, das wurde ganz schön mit heißer Nadel gestreckt. Was als erstes auffällt, ist, dass dieses Chassis, dieser Bass, einen runden Korb hat. Standardmäßig hat das Ding einen äh, ja, abgeflachten Korb an den Seiten. Keine Ahnung, wofür der mal designt wurde. Ähm, aber wie gesagt, in diesem Fall, was hier bei Omnis Audio im Vertrieb ist von RedCut, das ist ein runder Korb. Ähm, es steht allerdings hier auch im Datenblatt drin, das wurde nacheditiert äh, von Omnis Audio, dass das Ding halt so, wie es jetzt da im Shop ist, einen runden Korb hat. Ja, Finde ich in Ordnung, lässt sich im Privatbereich auch viel besser einbauen, weil ich da einfach nur mit einer Oberfräser mal eben einfräsen kann. Ansonsten, ja, welche Werte sind jetzt hier ja, vielleicht nicht ganz so sinnvoll? Äh, können wir mal schauen. Und ja, da fällt ins Auge... Zum Beispiel, dass das Ding hier 10 Kilo wiegen soll. Also, Leute, wenn ich mir so 10 Kilo an einen Finger hier hängen kann und so bewegen kann, dann bin ich ein starker Mann. Ne? Also, ist natürlich Blödsinn. Aber ich meine, das kann sich jeder selber vorstellen, dass das ein blödsinniger Wert ist. Äh, ja, sollte man dann vielleicht mal korrigieren, damit das Datenblatt hier auf einen vernünftigen Bereich kommt. Ja, dann haben, nehmen wir auch mal hier äh, ja, den Lochkreisdurchmesser. 1250 mm. Das wird wohl nichts. Kleinigkeiten. Es kommt aber auf die eigentlichen TSP an, auf die t Small Parameter, ob die sauber sind, ob die richtig sind. Und hier hat der Herr Bauer äh, von Blue Planet Acoustic, also Mr. Omnis Audio, äh, der ja die Red unter im Vertrieb hat, nachgebessert und hat hier im Grunde schon eigene Werte drin, eigene Werte reingeschrieben. Ich habe selber TSP aufgenommen. Das sieht sauber aus. Das sieht nachvollziehbar aus. Und ich habe meine Simulation, die wir gleich sehen, übrigens dann auch hier direkt mit diesen Werten gemacht und habe darauf verzichtet, meine selbst aufgenommenen TSP zu nehmen. Die waren sehr, sehr nah dran. Das heißt, ihr könnt euch schon als Selbstbauer hier auf diese Werte verlassen. Okay, zum Chassis selbst. Was fällt auf? Hier steht erstmal drin, dass hier ein Carbon-Fiber-Material mit einem Nomex-Honeycomb-Kern drin ist. Ähm, was ist das? Ja, tatsächlich, es ist hier, ich sag mal, Kohlefasermembran, Kohlefaserbeschichtung drauf von vorne und man sieht es kaum. Ich werde euch wieder Fotos einblenden, auch von hinten. Und das Ganze ist tatsächlich auf, einem, ich sag, auf einer, auf einer warmen Schicht aufgebracht. Gibt eine unfassbare Stabilität. Richtig schön stabil, bringt natürlich auch ein bisschen Gewicht auf die Waage, darf man nicht vergessen. Von daher, ja, ist eine sehr schön aufgebaute Membran. Ähm, hier außen, das ist äh, die Sicke, ist in Gummi ausgeführt, äh, wird also, hier steht es, höchstens hart, wird aber nicht nach äh, ein paar Jahren in der Sonne schon zerbröseln. Auch schön, gut, Kohn haben wir gesagt, Honeycup-Membran, Wabenstruktur. Und alles andere ist von mir äh, auch wie gesagt nachvollziehbar. Äh, Schwingspulendurchmesser 1,4 Inch sind ungefähr 35 mm, ist von mir nachvollziehbar. Was ich hier unten drin sehe, äh, das passt. Für mich sieht das Ganze hier kupfermäßig aus. Wenn man genauer reinschaut, steht hier aber CCAW. Das heißt, es ist im Grunde unter Umständen ein Aluminium, äh, ein Aluminiumdraht, der verkupfert ist. Das Ding hat einen Kaptonträger. Dann kommen wir mal zu den Werten ähm, ja, X-Max. Wie weit kann das Ding hier überhaupt auslenken? Ist vielleicht auch eine interessante Sache. Ist das ein Wert, den ich glauben kann? Dazu habe ich das Ding mal ganz grob hier mit einem. Äh, wo, wo habe ich es denn? Hier ist es. Mit einem Lineal mal geschaut. Wie dick ist im Grunde die Polplatte, die ich hier habe? Da komme ich so auf 7,5 bis 8 mm. Dann habe ich geguckt, wie weit guckt die Spule hier noch weiter raus. Auch das kann man sehen. Unten wird sie genauso viel rausgucken und da kann man ungefähr sagen. Wie ist die Wickelhöhe? Wie groß ist der Luftspalt oder wie hoch ist der Luftspalt von dem Lautsprecher? Ja, und dann habe ich auch mal wieder aufs Datenblatt geguckt, ob das wenigstens stimmt. Und darauf könnt ihr euch auch relativ gut verlassen. Wickelhöhe 18 mm. Das rechne ich selber auch so aus. Ich habe ungefähr 5 mm Überstand nach oben, dann wohl auch nach unten. Ähm, plus 8 mm Wickelhöhe. 5 plus 5 plus 8 bin ich bei 18 etwa. Und Luftspalthöhe. Steht hier übrigens auch drin, Plate Thickness 8 mm. Und dann kommt das Datenblatt hier auf eine lineare Auslenkung von 13 mm. Also in dem Sinne plus minus 6,5 mm. Ich würde eher sagen, es sind eher plus minus 5,5, vielleicht insgesamt 11. Aber es kommt ja auch darauf an, wie im Grunde das Magnetsystem im Bereich der Polplatte ausgeformt ist und wie das Magnetfeld sich dort ausbreitet. Es kann schon sein, dass es äh, ja, nicht ganz so einfach zu kalkulieren ist, dass man sagt, steht oben so und so viel über, steht unten so und so viel über, Dicke der Platte und dann kann man es ausrechnen. So ist es nicht. Ein Magnetfeld kann sich auch immer je nach Form der Polplatten so ein bisschen rundlich ausformen. Okay, also ist gebonkt, was ich hier sehe, ist alles nachvollziehbar, bis halt auch so ein paar Stielblüten wie das Gewicht und den Einbaudurchmesser. Ja, da kann man vielleicht nochmal dran arbeiten, oder? Gut. Ansonsten wird sich natürlich weit aus dem Fenster gelehnt. Hier steht, äh, dass speziell die Membran dafür da ist, ja, dass es besonders bei hohen Frequenzen hier gut arbeitet. Cone Break-up Modes to High Frequencies. Das heißt, die Membran soll dermaßen stabil sein, dass das Chassis selbst erst in seine Partialschwingung, sagt man, aufbricht bei sehr hohen Frequenzen. Gut, Einblick hier auf Frequency Response. Sagt mir dann aber, dass das Ding ab 1 Kilohertz schon richtig auseinanderfällt. Das ist ein Bass. Ein typischer Bass. Man darf ihn nicht zu hoch laufen lassen. Man sollte ihn dann sauber raustrennen. Sonst gibt es damit Probleme. Also nicht alles, was in so einem ja, Datenblatt drin steht, muss man unbedingt für bare Münze nehmen. Okay. Trotzdem ist es ein geiler Kandidat für das, was ich jetzt vorhabe. Und das liegt ganz einfach an dem tollen Wirkungsgrad. Wirkungsgrad ist hier drin: 91 dB. Vielleicht auch nur 90, 89, 90, 91 in etwa. Und ich will zwei Stück davon einsetzen. Das steigert mein Wirkungsgrad dann noch stark. Und dann habe ich den richtigen Partner für meinen. Das habe ich dann weggepackt. Egal, für mein Coax-Chassis, äh, was ich da verwenden will, dass ich da nirgendwo irgendein Chassis groß einbremsen muss. Das habe ich ja im Grunde vor. Die Gütewerte von diesem Ding sind unfassbar tief. Ich habe hier einen Gütewert von... Ein Gesamtgütewert von 0,21. Habe ich nachgemessen, wenn mein TSP passt. Und Das ist ein verdammt geringer Wert. Ähm, ihr müsst euch mal vorstellen, die, der, der ideale Gütewert von einem äh, Lautsprechersystem sind 0,7. Ähm, man muss nicht immer nach Lehrbuch nehmen, man darf auch von abweichen. Aber der ideale Wert wäre 0,7. Da hat man so den idealen Verlauf im Bassbereich. Und äh, ja, dieses Chassis hat 0,2. Jedes Chassis, was ich in irgendein Gehäuse baue. Erhöht im Gesamtsystem mit Gehäuse dann seinen Wert. Das heißt, normal nimmt man Chassis, Basschassis, 0,4, 0,5er Güte. Im eingebauten Zustand steigt das dann noch ein bisschen. Dann lande ich ungefähr bei 0,7. Alles schön, alles gut. Perfekt nach Lehrbuch. Ein Bass, der eine Güte von 0,2 hat, da kann man schon von ausgehen, den muss ich schon ganz heftig, ganz heftig in ein kleines Gehäuse bauen. Ja, damit er diesen Gütewert, diesen schönen Verlauf, nur den Verlauf der Linie erreicht. Ja, dann hat er aber keinen Tiefbass mehr. Das heißt, bei diesem hier müssen wir ein bisschen tricksen. Wir müssen ihn in irgendein Gehäuse reinbauen, ja, was noch eine gewisse Basswiedergabe erlaubt. Vorzugsweise in meinem Fall eine Bassreflexgeschichte, die ich hier habe. Und wie soll ich sagen, also eine gewisse Basswiedergabe erlaubt. Ja, und ja, die Güte wird dann aber nicht in ewige Höhen hochgehen. Da kann man dann vielleicht mit einer etwas niederohmigen Spule arbeiten. Das geht wieder auf den Wirkungsgrad. Da muss man ein bisschen nachher überlegen, was man tut, was man macht, damit das Ding einigermaßen sauber, aber auch tief unten rausläuft. Ich denke mal, wir können es mit diesem Chassis aber erreichen, was ich vorhabe. Was ich rausgehühlt habe, ist hier wieder mein gutes, altes 14-Liter-Gehäuse. Das hatte ich ja hier und da in den Videos schon mal mit rumprobiert. Ich habe jetzt meinen zweiten Kandidaten hier eingebaut und hinten mache ich euch ein Foto, habe ich ein Bassreflexrohr drin. Ungefähr schon abgestimmt, so wie ich später machen möchte. Was kommt aus dem Ding dann raus? Das ist die große Frage. Und dazu habe ich eine Simulation jetzt mal gemacht, diesmal nicht mit Win -ISD, sondern mit AJ Horn, weil ich da ja noch eine ganz interessante Idee habe. Lass uns einfach mal raufschauen. Ja, ich habe hier in, in diesem Tab von Ayatorn bei Treiber erstmal grundsätzlich meine Daten eingegeben, wie gesagt, in erster Linie aus dem äh, Datenblatt rausgezogen. Ein bisschen abgewichen habe ich hier aber glaube ich auch irgendwo, ach ja, SD 211, äh, das ist die Fläche der Membran. Ich kalkuliere die immer, ja, Mitte Sicke, Mitte Sicke, hier war es ein bisschen größer im Datenblatt angegeben. Und mal kurz rüber schwenken. Ja, 216 standen hier. Ja, mein Gott, ich habe es jetzt ein bisschen anders angegeben. Ansonsten vielleicht noch erwähnenswert für diesen Treiber. Ja, Z1k, Z10k, was ist das? Das ist die Impedanz vom Treiber. Ähm, dieser Treiber hat eine ziemlich, ziemlich hohe äh, Induktivität, also der Wert der Schwingspule. Der Induktivitätswert ist da recht hoch. Und deshalb geht bei einer Impedanzmessung auch ganz mächtig der Widerstand hoch. Kann ich euch mal schnell zeigen. Ich wechsle mal eben zu REW, habe ich aufgenommen. Da könnt ihr sehen, wie das hier so richtig abgeht. Das ist schon hier übrigens im Gehäuse gemessen. Ihr seht zwei Höcker, typisch für Bassreflex. Aber das wollte ich euch ja jetzt nicht zeigen, sondern tatsächlich, das Ding hat bei 1 Kilohertz eine Impedanz hier von etwa 20 Ohm. Ja, und bei 10 kHz li liege ich dann schon bei Sage und schreibe hier fast 100 oben. Junge, 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 das ist schon heftig. Das Ding hat eine richtig viel groß ähm, ja ich sag mal, Impedanz ähm, oder einen hohen Widerstandswert. Ähm, macht nichts, es ist ein reiner Tiefbass-Spezialist. Man sollte den schon sehr früh aus dem Rennen nehmen. Das heißt, irgendwo hier unten rum. Ja, und da ist der Impedanzwert noch auf dem normalen Wert. Also eine Impedanzentzerrung ist für diesen Bass wahrscheinlich nicht notwendig. Da ich ihn als rein Tiefbass-Spezialisten einsetze. So viel dazu. Gut, also wieder rüber zu Eiathorn. Wie gesagt, ich habe meine Parameter hier mal eingehämmert und ich habe mir ein Horn zusammengebaut. Mit Ayathorn ist es ja möglich, da muss man auch ein geschlossenes Gehäuse simuliert oder ein Bassreflexgehäuse auf verschiedene Arten. Und in dem Fall habe ich das auch so gemacht. Ich habe nämlich gesagt, das ist ein sogenanntes Frontloaded Horn mit einer Länge 0. Das heißt, ja, im Grunde ist das Horn nicht da. Was der Bass aber im Grunde ja, hat, ist sein sogenanntes Rückenkammervolumen, Rückkammervolumen, also das Volumen, was hinter einem Chassis ist. Könnt ihr hier wartet mal eben, ich mache das mal weg hier auf dieser Zeichnung sehen, hier ist das Chassis, das ist die Kammer im Rücken des Chassis ja, und die habe ich angegeben mit meinen 14 Litern, also das, was ich hier vor mir habe. Ich habe ja auch die Länge angegeben, das wird vielleicht gleich nochmal wichtig: 0,3 Meter, 30 cm tief. Ist mein Gehäuse hier etwa? Das habe ich einfach mal mit angegeben. Weil ich möchte euch mal wieder zeigen, wie geil Horn im Grunde bei so einer Simulation ist gegenüber Win ISD, was einfach nur Standardsimulationen macht. Ich habe hier auch mein Bassreflexrohr drin. Ja, Bassreflexkanalfläche, das ist so 4,5-4,7 cm äh, Durchmesser. Ein Standard-Bassreflexrohr. Ich habe auch eine Standardlänge von etwa 16 cm. Wenn ich das Ganze auf 45 Hertz hier abstimme, dann lande ich genau bei meiner Standardlänge vom Rohr. Ich habe das dann erstmal so gelassen. Ja, und das können wir hier unten ablesen, dann bei sonstiges Länge Bass 16 cm. Ja, also alles soweit, so wie es hier stehen habe. Dann lass uns mal die Simulation starten und schauen wir mal, was bei rauskommen soll. Ja. Das heißt, ich drücke mal hier auf Start. Zack, Ayatorn ah, ja, rechnet. Ja, hier sind die Impedanzen, die haben wir gerade schon gesehen, die interessieren mich jetzt nicht. Zack, ich möchte jetzt erstmal nur den Verlauf haben. Und da seht ihr, ja, im Bassbereich, da habe ich halt diesen etwas schiefen Verlauf. Ich versuche ja zu pushen unten rum, ich versuche unten noch ein bisschen mehr Tiefbass zu kriegen. Deshalb baue ich den Bass in ein viel zu großes Gehäuse, damit sich überhaupt ein Bass entwickeln kann. Ich bekomme dadurch aber auch immer diesen berühmten Einbruch hier, den habe ich hier bei, ja, ich sag mal. 60, 70, 80, 90 Hertz. Auch das ist typisch. Und hier unten schiebt es richtig an. Wohl vom Bassreflexrohr. Frage ist, ist das realistisch? Ist das wirklich so? Und da müsst ihr bei eure Toren so ein bisschen aufpassen, weil ich können hier Dämpfungsfaktoren anwählen. Zwischen 0 und 1000 kann ich im Grunde eine Dämpfung angeben. Das ist die Watte, die ihr ins Gehäuse, Gehäuse baut, äh, im Grunde, mit dem ihr ja, ein bisschen dämmen und dämpfen könnt und so weiter und so fort. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wenn ihr dann 0 abgibt, wenn jegliche Störung, die so ein Ding hat, wird hier gnadenlos auch dargestellt. Kleinere Gehäuseresonanzen, die sich da entwickeln können. Klasse Sache mit der Simulation. Wenn ich jetzt ein bisschen Dämmmaterial mal, ich sag mal, in die gesamte Box einbringe. Ich habe ja gesagt, ein Wert zwischen 0 und 1000 ist möglich und ich werde in meine Rückkammer, also in mein Gehäuse hier, einfach mal 15% Dämmung reinpacken. Also Wert von 0 bis 1000 macht 150. Sag Start und zack. Jetzt haben wir die rote Linie und ihr seht, ja, zum höheren Frequenzbereich läuft das Ding schon deutlich ruhiger. Okay. Was passiert denn jetzt gleichzeitig, wenn ich hier Dämmung reinbringe? Damit, damit dämme dämm ich nicht nur das Gehäuse oder dämpfe nicht nur das Gehäuse. Dämmung und Dämpfung schon wieder. Shit, egal, ihr wisst, was ich meine. Sondern im Grunde auch die Luftbewegung zum Bassreflexrohr. Ich habe damit also auch äh, ja, eine Dämpfung der Bassreflexeigenschaften eigenschaften dieses Teils. Darf man ja nicht vergessen. Auch da kann ich für Bassreflex hier eine Dämpfung angeben. Ich sage auch nochmal 150 von mir aus. Wird in ähnlicher Höhe sein wie die gesamte Gehäusebedämpfung. Ich sag Start. Back. Und jetzt sehen wir schon einen deutlichen Unterschied hier. Jetzt habe ich nicht mehr diese super starke Performance hier bei, ich sag mal, 50 Hertz. Aber für das Chassis in einem 14-Liter-Gehäuse, da sieht das schon noch ganz gut aus. Was ich aber auch sehe, ist eine ziemlich fiese Überhöhung hier. Ja, eine Gehäuseresonanz. Hm, kann ich die irgendwie bedämpfen? Ja, und da könnte man jetzt rumprobieren, machen und tun. Ihr könnt später in eurem Gehäuse einen sogenannten internen Helmholzresonator reinbauen. Das könnt ihr hier auch machen mit einer Absorberkammer bei Ayatoren. Da kann man rumprobieren, machen und tun, bis die Finger bluten. Kann man gerne machen. Man kann es bekämpfen über einen Saugkreis. Das will ich heute erstmal grundsätzlich so probieren. Was kann man noch machen? Man kann die Gehäusedimensionen ändern. Man kann natürlich sagen, das Gehäuse ist jetzt ziemlich lang. Und ich versuche im Grunde so eine Welle, die im Gehäuse hin und her läuft, Genau so abzustimmen, dass sie mir die Störung dämpft. Das ist möglich. Ich werde unser Gehäuse jetzt mal umbauen hier. Ich mache das jetzt mal deutlich dünner und viel länger. Nur so als Beispiel, damit man was lernt heute. Ich mache jetzt mal hier ein Gehäuse, das ist nicht 30 cm tief, sondern von mir aus 1,20 m. 1,2. Und dann sage ich wieder Start. Lass uns das noch mal fahren, die Simulation. Papp! Und oh, da könnt ihr sehen. Das Verhalten ist doch deutlich anders. Ich habe jetzt tatsächlich hier ah, so ab 150 Hertz anfangen einen starken Einbruch. Ja, das ist irgendwo eine stehende Welle im Gehäuse, die sich jetzt bildet. Und ja, die auf diese Art und Weise verhindert, dass ich an der Stelle eine Überhöhung habe. Das war jetzt ja mal nur so grob hingeschissen. Von daher ja, passt schon. Lass uns die Dämpfung nochmal hochfahren. Wir werden ein bisschen mehr Dämmung ins Gehäuse reinpacken. 500, Start, Papp. Da könnt ihr schon sehen, das sieht doch schon in der schwarzen Linie hier deutlich schöner aus, deutlich runder. Was ihr auch seht, ich verliere Wirkungsgrad. Wirkungsgrad war bei dem, war bei dem Projekt mir persönlich sehr wichtig, damit ich an meinen Quark-Chassis rankomme. Okay, aber das wollte ich euch gerne mal gezeigt haben, ja, wo man überall drehen, fummeln und machen kann, ähm, ja, damit man das rausbekommt im Grunde, was man vielleicht tatsächlich nachher vor der Nase hat. So, und das war ich ändere das noch mal wieder eine Dämpfung von 150 in etwa eine äh, Kammerlänge von 0,3, also eine Gehäusetiefe. Soll ich nochmal mal starten. Jetzt müsste ich wieder meinen alten Level haben. Das denke ich mal habe ich hier vor mir. Ich kann ja viel erzählen, oder? Ihr seht, das Mikrofon steht da noch. Ich habe wieder eine Messung aufgenommen mit REW ganz klar. Hier REW auf dem Bildschirm. Lass uns mal gucken. Das rote ist eine Nahfeldmessung, also ganz ohne Raumeinfluss in dem Sinne oder fast ohne Raumeinfluss, weil die Lautstärke des Chassis überwiegt ja, wenn ich ganz nah dran messe gegenüber Reflexion aus dem Raum. Im Grunde so wie es noch steht: Basschassis gemessen. Das kommt bei raus. Da könnt ihr schon so eine leichte Überhöhung hier sehen. Als weiteres Messung gemacht. Hier auf der Rückseite, Foto hatte ich für euch ja direkt am Bassreflexrohr. Auch das ist dieses hier. Dann, das haben wir schon mehrfach gemacht, habe ich diese Bassreflexmessung ein bisschen im Pegel korrigiert. Die Fläche ist ja kleiner, da gibt es eine ganz berühmte Formel. Die habe ich euch schon 26.000 Mal vorgestellt. Und das ist, mittlerweile habe ich es im Kopf. Also um wie viel muss ich ein Bassreflexrohr, was kleiner ist, runterziehen. Ihr nehmt die Fläche vom Bassreflexrohr, teilt das durch die Fläche vom Chassis, davon den Logarithmus mal 10. Dann wisst ihr, um wie viel ihr die kleinere Fläche runterziehen müsst vom Pegel. Ja, so viel dazu. Also das war das Bassreflexrohr und natürlich habe ich dann hier auch den Gesamtverlauf auf dem Bildschirm. Gut. Hier oben, wie im Datenblatt gesehen, setzt das Chassis tatsächlich aus bei 1 kHz. Das Feierabend, da will es nicht mehr. Das kann ich hier nachvollziehen, das messe ich hier natürlich auch. Und was ich auch messe, ist meine Gehäuseabstimmung. Das hier ist sie ja. Und jetzt rufe ich nochmal AJ Horn auf und schaue, was hat AJ Horn mir zu bieten. Hier ist das Fenster. Ich packe das mal hier unter, da kann man es ungefähr sehen. Die Charakteristik. Ja, ich habe hier einen steilen Anstieg. Ich habe dann hier einen Knick in der Linie drin und ich habe hier eine Überhöhung bei ungefähr 160 Hertz oder sowas. Wo sind wir hier? 160 Hertz tatsächlich. Nachvollziehbar. Vorhanden. Okay. Muss wohl so sein. Dann habe ich mir eine Weiche jetzt erstmal rudimentär ausgedacht. Oh, schon wieder das schöne Wort rudimentär. Ich benutze es gern. Aber es ist ja wichtig für dieses Video. Nochmal, es ist ein Kennenlernvideo. Ich versuche die Chasse gerade kennenzulernen. Ich will jetzt hier nichts abliefern, was perfekt ist. Das habe ich nicht vor. Ähm, kleine Weiche gemacht. Eine Weiche. Zweiter Ordnung vom Chassis. Äh, da habe ich genommen eine 6,8 Millihenry-Spule. Und ein 68 mikrofahrrad kondensator ist, glaube ich, bei rausgekommen. Das war so halbwegs hier nach Lehrbuch. Ich sage es immer wieder: Friedemann Haufsdorf. Handbuch der Lautsprechertechnik von Visaton. Alte Ausgabe hier. Wenn ihr die auch haben wollt, wenn ihr basteln wollt, da steht viel drin. Es ist unter dem Video verlinkt. So, habe ich lange nicht mehr gesagt. Heute wird es mal wieder Zeit, glaube ich. Ja, also, wie gesagt, einfache Weiche erstmal. Und die werde ich jetzt einfach mal hier reinpacken. So, wie mache ich das? Mal gucken. Ähm. Ich schlage vor, wir konzentrieren uns jetzt auch gar nicht auf eine Gesamtmessung, sondern ich mache alle Messungen hier vorne am Chassis. Wie es unten im Bass verläuft, wissen wir ja schon. Die Weiche wird hier wirken. Ich möchte ja, dass meine Störung weg ist, dass die Weiche hier schon anfängt zu ziehen, dass da dann nicht mehr so viel durchkommt. Das ist das, was wir jetzt machen. Weiche angeklemmt. Wie gesagt, ganz einfach. Eine Spule in Serie mit 6,8 Millihenry und parallel zum Chassis ein 68 Mikrofarad-Kondensator. Wir machen die Messung. Zack, ja, und könnt schon sehen, also vergesst mal den Knick hier unten, wie gesagt, das Bassreflexrohr würde hier noch ordentlich arbeiten, aber ihr könnt sehen, dass meine Weiche oben rum richtig gut wirkt. Die zieht hier runter, die Störung ist verschwunden und weiter möchte ich den Bass nachher gar nicht laufen lassen, als 200-300 Hertz, ab da soll mein Koax chassis übernehmen. Der Bass soll unten ja nur im Grunde die tiefen Frequenzen so ein bisschen auffüllen, nicht nur ein bisschen, er soll sie auffüllen. Das hat nämlich ja zwei Stück pro Box. Okay, hat funktioniert. Dann... Hatte ich gesagt vorhin, ich möchte gerne diesen Buckel, den ich hier habe, so ein bisschen mit einem Saukreis bedämpfen. Saukreis habe ich mir auch äh, zurecht gefummelt. Ich habe jetzt hier als Saukreis genommen eine ähm, Spule mit 8,2 Millihenry, einen Kondensator mit 150 Mikrofahrrad und dahinter habe ich noch einen Widerstand, der mir das auf erträgliche Werte packt. Hier mit was hatte ich genommen? 6,8 Ohm. So, das Ganze schließe ich jetzt auch nochmal an. Da kenne ich nichts. Zack, zack, zack. Also der Saukreis direkt parallel zum Chassis. Nächste Messung und ich hoffe, dass dieser Buckel dann ein bisschen runterrutscht. Lass uns mal schauen. Measure. So, ist er runtergerutscht? Ich glaube, es war sichtbar. Ich hole mal die beiden Messungen auf den Bildschirm. Was? Oh, da kommen wir jetzt aber durcheinander. Ich werde mal alle anderen Messungen hier mal eben abschalten, die ich schon gemacht habe. So, so. Impedanz kann auch weg. Ja, könnt ihr sehen, mein Saukreis, der zieht das hier schon ein bisschen runter. Ich kann es vielleicht noch tiefer abstimmen. Jedenfalls funktioniert der Saukreis hier in diesem Bereich wunderbar. Ich kriege diesen Blubberbass weg unter Umständen mit einem Saukreis. Wie gesagt, viele Wege führen zum Ziel. Ich kann jetzt auch einen sogenannten internen Helmholtz-Resonator reinpacken, hatte ich schon gesagt. Absorberkammer. Kann ich mit Toren simulieren. Oder ja, ich kann da ein bisschen arbeiten mit der Gehäuselänge, mit einer stehenden Welle, die mir das wegschluckt. Viele Wege führen zum Ziel. Ja, wie dieser Lautsprecher letztendlich nachher aussehen wird, weiß ich so noch nicht. Ich mache mir jetzt erstmal arge Gedanken, wie es weitergeht. Vor allem warte ich jetzt erstmal auf die Hobby-Hi-Fi. Und vom Anfang des Jahres, da wo der Herr Timmermans im Grunde schon ja, ein solches Konstrukt aufgebaut hat, mit dem Koax und diesem Bessen. Und schau mal nach, ja, wie er so getickt hat und wie er das Ganze realisiert hat. Vielleicht komme ich dann auch noch auf neue Ideen. Ich bin auch nicht allwissend. Ich bin auch nicht Mr. Perfect. Ist ganz klar. So, jo, dann würde ich sagen, soll es das immer wieder gewesen sein für heute. Mal gucken, womit ich nächste Woche weitermache. Ich glaube, das Thema lasse ich jetzt erstmal ein bisschen sacken. Und bis ich da, ich sag mal, ein richtiges Ergebnis raushaue. Dass es dann weitergeht, dass wir ein Gehäuse bauen und so weiter und so fort. Macht's gut. Ciao.